Für 20 Euro erscheint Eye of the Temple jetzt für die MetaQuest 2 und das ist ein Spiel, was ich mir damals schon sehr gewünscht habe, als ich es noch in der PC-VR-Variante getestet habe. Jetzt ist es endlich für die Quest da und ich habe mein Studio extra halb umgebaut, damit ich jetzt genug Platz habe, denn für Eye of the Temple braucht ihr 2x2 Meter Platz. 20 Euro ist ein guter Preis für dieses Game, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wenn ihr aber trotzdem Sparfüchse seid und ein bisschen was sparen wollt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einen Link hinterlegt, wie ihr auf so gut wie jedes Game 25% sparen könnt. Sobald Eye of the Temple dann offiziell am Donnerstag ab 19 Uhr im Quest Store verfügbar ist, könnt ihr es da über den Link dann auch für 25% weniger kaufen und damit noch unter anderem die Zockstube unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Eye of the Temple. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Eye of the Temple. Ich bin mega gespannt und letzte Mal, als ich das für PC-VR getestet habe, habt ihr gemerkt, dass ich die ganze Zeit aus dem Bildschirm rausgehüpft bin, weil ihr euch wirklich von Ort zu Ort bewegen müsst. Deswegen habe ich diesmal diese Kamera hier mit dabei, die hier den Spielbereich gut unter Kontrolle hält. Und ja, es fängt genauso an wie die PC-Variante. Und wir können hier den Docht anzünden. Und los geht's. Ja, wir machen mal ein neues Spiel. Guck mal, er gibt uns schon vor, wo wir ungefähr stehen müssen, wo die Mitte ist. Hier ist die Mitte. Also ich werde jetzt bei der klassischen Kamera eigentlich viel zu nah ranstehen. So, bitte. Ja, hier, weiter. In diesem Spiel wirst du dich mit deinen eigenen Füßen bewegen. Ja, alles da. Ja, wir kennen das alles. Also Sicherheitshinweise müsst ihr euch natürlich... Ja, die Peitsche rollt sich aus an den Stellen, wo wir sie brauchen. Den Witz von letzter Mal reiße ich nicht nochmal. Und los geht's. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Wie die Umsetzung gelungen ist. Die Grafik auf PC-VR war ja ganz cool. So sollen wir stehen. Das ist jetzt anscheinend die Mitte unseres Guardians. Und ja... Natürlich sieht es ein bisschen flacher aus von den Texturen und von der Tiefe, aber es ist okay. Und jetzt gehen wir hier spazieren. So, und dass das Spiel jetzt hier, ich sag mal, standalone auf der Quest rauskommt, ist echt ein Brett, finde ich. Das haben sich so viele Leute gewünscht und mir damals auch in die Kommentare geschrieben. So, gehen wir hier mal rüber. Und ich habe ihren Mann vergessen. Egal. So. Ach ja, das ist jetzt da, wo wir drauf gehen müssen. Aber warte mal, unsere Peitsche rollt sich aus. Da. Mein Gott. Sag mal. So. Oh, schön. Können wir die so einsammeln? Cool. Guck mal, hier haben wir jetzt aber viel mehr Items so zum Einsammeln, als das, was ich von PC-VR im Hinterkopf habe. So, und jetzt hier, das ist fies, da müsst ihr so nach hinten laufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, wir mussten da lang. Direkt rüber. So. Rüber hier. Dann kommt uns der abholen. Sehr schön. Und hier haben wir dann wieder Peitschenmoment. Ach, da vorne geht's jetzt auf. Also ist hier so ein kleiner Rätsler, Puzzler. Und das wirklich Innovative ist, dass ihr euch wirklich fortbewegt. Es ist aber ein bisschen, also man ist am Anfang ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ich will euch da nichts vormachen. Ist ein bisschen Gewöhnung nötig, aber das Ding, das zündet hier echt gut. So,
zurücklaufen. Na, wir haben leider noch nicht das Feuer. Also irgendwo wird hier wohl eine Flamme sein, dass wir das da entzünden können. Da müssen wir noch mal wieder her. Hier rüber. Da zurück. Mein Gott. Da los. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Aber guck mal, da geht's ja weiter. Ach, das dreht sich automatisch nach einer Zeit zurück. Nein, fast runtergefallen. Ich bin nicht schnell genug rübergelaufen. Das erste Level ist hier aber schon mal größer als bei PC vorher. Ich bin mir ziemlich sicher. So. Was, so ein abgefahrenes Gefühl. Na, guck mal, hier kommen wir aber nicht weiter. Das ist so ein abgefahrenes Gefühl, sich wirklich fortzubewegen. Und man meint gar nicht, dass man wirklich die ganze Zeit wieder weiterkommt. So. Rüber hier. Boah, Immersion ist sehr, 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 sehr gut. Musik funktioniert gut. Also bis jetzt kann ich nur sagen, das ist eine klasse Umsetzung, so wie man es sich gewünscht hat. Oh, jetzt geht's hoch. Ah, okay, dann gehen wir mal hier drauf. Verdammt. Das ist nicht, was ich mit diesen Diamanten gleich anstellen kann. Portalprüfung, neuer Bereich, okay. Ich hoffe, die Batterie von der Kamera da oben hält lang genug. Ach du. Und tschüss. Ach du, lebst immer noch. Was bist du denn für ein... Ein zähes Miststück. Okay. Hier rüber, damit wir den noch kriegen. Und hier müssen wir uns gleich ducken. So, kaputt und dann jetzt hier rein, dann geht's hoch. Ach, da, guck mal, da sehen wir die ganze Map nochmal, das ist ja auch schön, ne? Ach stimmt, wir müssen dem jetzt da die Augen einsetzen und wenn wir beide Augen für den haben, oh, da ist wieder eine Flamme. Wir brauchen hier, irgendwie müssen wir Feuer entfachen. Dass das Auge steht. Dann direkt hier rüber, schnell. Ja, und
Ganz, ganz wichtig ist natürlich, schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Game? Kanntet ihr es schon vom PC? Und wenn nicht, wie ist euer Eindruck von der Quest-Version? Das Schöne, also ich mag es halt ganz gerne, sowas gab es noch nicht, ne? Da hat sich der Entwickler mal echt was Cooles einfallen lassen. Hier, also zumindest gab es das noch nicht für die Quest. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das auf anderen Plattformen ist. Oh. Aber ich finde es schon echt innovativ. So, jetzt setzen wir das zweite Auge ein. Aber irgendwie müssen wir noch an Feuer kommen. Da hinten haben wir eine Kerze, die wir anmachen können. Und da haben wir eine Kerze, die wir anmachen können. Und da hinten ist auch noch so eine Lore, mit der wir fahren können. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht später noch mal hinkommen. Aber so viel kann ich jetzt auch einfach nicht übersehen haben, oder? So, Tor geht auf. Ich hoffe, er holt uns jetzt hier ab. Ja. Also gibt auf jeden Fall noch Geheimnisse hier. So, rüber. Okay, jetzt geht's weiter in Indiana Jones Manier. Ich finde es auch cool, dass es so aussieht, als hätten wir einen Hut auf. Okay, jetzt müssen wir hier zur Seite. Okay. Okay, die gehen bestimmt nicht ganz runter, meine ich. Lücken. Nach rechts. In der Mitte geht nicht ganz runter. Was? Tödlich fehlgetreten. Ich hab nicht. Was? Dann bin ich gerade einfach ein Stück zu weit nach vorne gegangen, denke ich. Und jetzt? So. Das Atrium. Und hier endete damals mein PC-VR-Video. Dadurch, dass ich das Game jetzt natürlich schon kenne und ungefähr weiß, was hier auf uns wartet, geht es auch ein bisschen schneller. Der Entwickler gibt übrigens die Spielzeit mit 4 bis 6 Stunden an. Je nachdem, wie schnell man hier durchkommt. Was okay ist. Es ist okay für 20 Euro. Finde ich. Schön, guck mal, wie groß das hier ist. Und wir gehen hier direkt rüber. Oh. Kommt der da einfach raus? Habe ich nicht kommen sehen. Die kaputt, so. Gucken wir nochmal, ob wir da nach draußen kommen. Das sieht auch spannend aus, ne? Ja, und so können wir jetzt hier die Welt erkunden und dann die Rätsel lösen, ne? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Oh, er fährt runter. Er fährt runter. Momentumplatz. Monumentplatz, so. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Da haben wir einen Hebel, da haben wir einen Hebel. Dann gucken wir mal, ob jetzt gleich auf der Fahrt unsere Peitsche freigeschaltet wird. Tatsache. Na dann. Der muss jetzt sitzen, ne? Nein. Nein! Nein. Ist doch nicht. Schön. Okay, da passiert was. Nein.
Oh, mit der Peitsche braucht man aber echt Übung. Ach, guck mal, da ist die Lore. So. Ein bisschen Übung. Ja. Ja! Durch jetzt müssen wir noch für Feuer sorgen. Was passiert da? Oh, da haben wir Feuer. Jetzt können wir nach vorne gehen und Feuer anzünden. Das mache ich jetzt mal. Möchte ich wissen, was passiert. Okay, dann passiert das. Wir fahren hoch. Nochmal zurück. Das Atrium. Bekommen wir hier mal noch einen Teil zum Anzünden. Guck mal, damit können wir immer was bewirken, dass sich was anders dreht. Und ich muss sagen, für 20 Euro, Mensch, die sollen DLCs rausknallen. Die sollen das hier in allen Kombinationen, sollen die uns das spielen lassen können. Das macht richtig Spaß. Nein, es ist ausgegangen. Ich muss nochmal anstecken. Verdammt. Mal zurück. Und jetzt flott zurück. Also die Flamme geht tatsächlich irgendwann aus. Oh Gott, da müssen wir zurück. Da komme ich doch gar nicht zurück. Na gut, oh Gott. Ja, blöd. Aber Leute, ich denke, ihr habt einen guten Eindruck von diesem Spiel gekriegt. Ich versuche mich jetzt hier nochmal zu zentral hinzustellen, so dass ich auch was in die Kamera sagen kann. Nein. Ja, mir gefällt das Spiel sehr gut. Das habt ihr bestimmt jetzt schon mitbekommen. So rüber. Und ich kann euch echt nur raten, das Ganze mal auszutesten. Wenn ihr so mit dem Setting, mit dem Indiana Jones Feeling auskommt und da Bock drauf habt, dann ist das hier für 19,99 Euro echt ein Hammer. Und über den Link in der Videobeschreibung, verdammt, könnt ihr ja auch noch 25% sparen und kriegt das Ganze dann für 15 Euro und unterstützt damit unter anderem noch die Zockstube, was eigentlich unschlagbar ist. Also deswegen. Aus meiner Sicht spricht hier gegen diesen Titel absolut überhaupt nichts. Ein Top-Release, der diesen Donnerstag rauskommt. Und für 15 Euro auf jeden Fall ein Pflichtkauf auf der Quest. Aber jetzt schreibt mir mal eure Gedanken in die Kommentare. Damit helft ihr nicht nur mir, im Algorithmus gesehen zu werden, damit dieses Video vorgeschlagen wird, sondern ihr gebt auch den anderen Nutzern, die das hier sehen, eine Orientierung, damit die sich nicht nur auf meine Meinung verlassen, sondern auch wissen, wie ihr dieses Game findet. Also ganz wichtig, ab in die Kommentare damit. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, wie ihr eure MetaQuest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal hier auf der rechten Seite. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die kein Questnutzer verpassen sollte. Das Video auf der linken Seite ist ein spezieller Vorschlag nur für euch und deswegen wahrscheinlich auch sehr interessant für euch. Vielen Dank an meine Patreons, danke für eure Däumchen und Kommentare und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!